Ja, was soll ich hierzu sagen? Vielen, vielen Dank an den Kleverhof, die mir heute diese drei Tütchen geschickt haben. Im Auftrag von Malte, dem Chili Garden Freak. Ja, was macht man, wenn man solche Samen hier liegen hat? Von kleinen Tomatenpflanzen, also Zwerg-Tomatenpflanzen. Na, die können ja drinnen wachsen. Also kann man die auch schon im Februar aussehen. Wenn wir aussehen wollen, machen wir das mal ein bisschen Platz. Und zwar habe ich hier die untere Plattform genommen jetzt vom Regal, vom Anzuchtregal. Und habe hier so ein paar Töpfchen. Und stellen die auf eine Unterlage. So, das heißt 10, 20, 30. Wir haben also 30 Fächer. Und in jedes kann man ja eine andere Sorte ansehen. So, als Sorten habe ich einmal Zwergenwunder, dann Mikrotom und Sweet and Neat Yellow. Alles kleine Zwergtomaten. Hier steht drauf, Inhalt 14 Körner reicht für 10 Pflanzen. Ja, das heißt, wir können hier jeweils 10 Stück einsehen. Das Ganze machen wir aber ohne Vorquellen, sondern einfach rein in die Anzuchterde, die ich hier habe. Ich halte die ja noch von den Chilis. Dann fülle ich das erstmal hier schön in die Töpfchen rein. So, jetzt haben wir alle drei gefüllt. Sieht natürlich wieder aus wie Sau. Erstmal muss also ein bisschen sauber gemacht werden. So sieht es aus. Jetzt stehen hier die drei Kästen mit Erde bestückt und nun bereiten wir die Samen mal vor. Da fangen wir mal mit dem Zwergenwunder an. Mal schauen, wie das hier aussieht drin. Mit dem Schnapp. Reinschauen. Die Samen schütte ich jetzt hier in den Deckel. Genau. Zwergenwunder. Und das werde ich jetzt hier auf die ersten Töpfchen verteilen. Ich nehme hier mit der Pinzette die einzelnen Körnchen raus, lege die einfach nur erstmal mittig da drauf. Weil viel Überdeckung brauchen die ja nicht, weil die ja ziemlich klein sind. Jetzt drücke ich die ein bisschen an und tue ein bisschen Erde drüber. So, die haben wir eingesät. Ja, das war das Zwergenwunder. Ein Beutelchen mit den vier übrig gebliebenen Körnchen tue ich jetzt erstmal hier wieder rein. So. Jetzt müssen wir die natürlich noch markieren, damit wir noch wissen, welche wo drin sind. So, auch die Mikrotom werde ich so aussehen. Dann schneiden wir erstmal auf. Dann die Mikrotom. Machen wir hier in die mittlere Schale. Ein bisschen das glätten. So, die braucht man fast gar nicht angießen, das ist so nass, die Erde. Naja, so, da haben wir jetzt auch wieder ein paar über. 5 Kerne über. Das heißt, die kommen jetzt auch wieder in ein Tütchen rein. So, das Tütchen kommt dann auch wieder hier in die dafür vorgesehene Tüte. Mikrotom. So, hinein. Die dritte Sorte, Sweet and Neat Yellow. Auch hier sind wieder ein paar übrig geblieben.
wie gehabt, Beutelchen in Tütchen. So, was wäre das? Die sind schon mal eingesät. Schälchen habe ich schon vorbereitet. So. Ach so, wir haben noch Wichtiges vergessen. Wir müssen hier noch andrücken und mit ein bisschen Erde überdecken. Und mein Zettelchen, das ich kurz provisorisch schon mal vorbereitet habe. So. So, die Tomaten, die ich gerade frisch ausgesät habe, stehen jetzt neben den Chilis auf der mittleren Etage. Und auch hier habe ich wieder so eine Isoliermatte mit Heizmatte drunter gelegt und auch gleich hinten eingesteckt und eingeschaltet. So, die Schilder kommen nun noch in die frisch ausgesäten Töpfchen rein. Obwohl die Erde doch relativ nass ist, gießen wir die trotzdem mal an mit der Ballbrause. Vielleicht brauchen wir da nicht so viel Wasser wie normalerweise. Mal nachladen hier. So. Und nun noch den Deckel drauf. Deckel kennen wir schon aus den Chili-Videos. Der Thermostat für die Heizmatte, also der Sensor, der ist bei den Chilis drin. Jetzt senke ich mir die Lampe wieder etwas ab, damit die Chilis hinten noch genug Licht bekommen. Die Tomaten brauchen ja noch keins, die sind ja noch nicht ausgeschlüpft. Leider ist jetzt der Abstand zwischen der Multitopfplatte und der Lampe etwas größer als vorher. Aber wir können ja an der Regelung hinten noch ein wenig mehr Licht geben. Wir sind jetzt bei ca. 80%. Und von Weitem sieht das Ganze so aus. So, das war's für heute mit dem ungeplanten Video. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und nochmal vielen Dank an den Malte, den Chili Garden Freak, und vielen Dank an den Kleberhof, daher stammen die Samen, hat man ja auch auf den Tütchen gesehen. Da lohnt sich mal reinzuschauen, da gibt es coole Sorten, Tomaten, hauptsächlich Tomaten, aber da gibt es auch Gemüse, Kräuter und so, habe ich gesehen. Ja, schaut da auch mal rein, also es lohnt sich. Beide Kanäle und die Webseite vom Kleberhof habe ich dann mal verlinkt in der Beschreibung hier unter dem Video. Gut, wem es gefallen hat, der gibt einen Daumen nach oben oder zwei. Und ein Abo vielleicht, würde mich auch freuen. Ja, und einen netten Kommentar, den lese ich dann auch gern. Gut, soweit, so gut. Also dann bis zum nächsten Video. Tschüss. Ja, da bin ich noch mal kurz. Einen speziellen Gruß an den Kleberhof. Vielen Dank für das Blackrum. Thank you.